Und ich, du hast doch diese Geschichte mit dem 100.000 ja, Auto die, im. Die, jeder von Ihnen wird es noch wissen: die Glienicker Brücke, das war eine große Angelegenheit. Die liegt zwischen Potsdam und Berlin. Und über die Brücke, weil es die Grenze war, wurden die Spione alle ausgetauscht. Die großen Spionagefilme spielen immer an der Glienicker Brücke. Nach der Wiedervereinigung, also die Glienicker Brücke, kommt, da herrschte ein ungeheurer Verkehr. Viele Wartburgs und Trabis und Saabs kamen. Und es, die Westberliner Polizei überlegte sich einen schönen Clou. Sie sagt, jeder Tausendste oder jeder Tausendste Fahrer bekommt 1000 Mark. Und sie halten einen Trabi an und sagt, Sie sind der Tausendste Fahrer, Sie bekommen 1000 Mark, was werden Sie mit dem Geld machen? Da sagt der Mann, nö, wahrscheinlich erstmal einen Führerschein. Darauf sagt die Frau erschrocken, glauben Sie ihm kein Wort, er ist total betrunken. Darauf sagt die Großmutter, die hinten sitzt und etwas schwerhörig ist, ja, ich wusste gleich, dass das mit dem gestohlenen Auto schief geht. So weit wäre der Witz mit einer Pointe eigentlich reichlich bedient. Aber der hat noch eine Überpointe. Da hört man die 7-jährige Tochter aus dem Kofferraum sprechen, sind wir schon drüben? Dieser Witz erinnert mich in Inhalt und Struktur an eine Geschichte. Kurioserweise hat nämlich Heinrich Lummer von der CDU, der relativ kleine, giftige Politiker, hat Wahlkampf gemacht in unserem Bezirk in West-Berlin mit DDR-Witzen sozusagen, um die Angst sozusagen vor dem Bösen da zu schüren. Und ich verstand natürlich damals als Kind nicht die politische Dimension, aber ich merkte mir so ein paar Witze. Wie zum Beispiel kommt ein Mann in der DDR in Eisenwarenladen und sagt, ich hätte gern einen Hammer.